US-Präsident Joe Biden hat seinen Willen zu einem vollständigen Afghanistan-Abzug bis zum 31. August bekräftigt. Gleichzeitig warnt er vor wachsender Terrorgefahr am Flughafen in Kabul. Wir arbeiten daran, die Menschen so effizient und sicher wie möglich zu befreien und den Evakuierungseinsatz bis zum 31. August abzuschließen. Jeder Einsatztag birgt ein zusätzliches Risiko für unsere Truppen. Der Truppenabzug hängt jedoch davon ab, ob die Taliban weiterhin kooperieren und den Personen, die wir ausfliegen, den Zugang zum Flughafen ermöglichen und unseren Betrieb nicht stören. Außerdem habe ich das Pentagon und das Außenministerium um Notfallpläne gebeten, um den Zeitplan anzupassen, falls dies erforderlich sein sollte. Je länger wir bleiben, desto höher ist das Risiko eines Angriffs auf den Flughafen durch einen örtlichen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat. Diese sind Feinde der Taliban und das Risiko wächst, dass sowohl US-amerikanische und alliierte Streitkräfte als auch unschuldige Zivilisten angegriffen werden. Von der US-Waffe und ihren Verbündeten sind seit dem 14. August insgesamt 70.000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden. Einige internationale Partner hatten die USA zu einer Verlängerung des Einsatzes gefordert, um noch mehr Zeit für die Evakuierungen zu haben. Der Militäreinsatz ist allerdings von den US-Truppen abhängig.